Wir machen weiter mit einem Abschnitt, der nur aus Beispielen besteht, und zwar Beispiele für Identifizierungen oder Quotienten von topologischen Räumen. Das haben wir zwar eigentlich in Kapitel 2 schon gesehen, aber das Problem war da, dass wir, um konkrete Beispiele zu bestimmen bzw. nachzuweisen, dass wir bestimmte Identifikationen haben, fehlte uns noch so ein bisschen das Handwerkszeug. Und das Handwerkszeug haben wir im Wesentlichen jetzt in dem Kapitel über Kompaktheit gesehen, also bzw. ein sehr nützliche Resultate darüber. Und zwar haben wir gesehen, eine stetige, subjektive Abbildung von einem kompakten Raum in einen Hausdorfraum ist eine Identifizierung. Und das ist so das Resultat, mit dem wir ganz viele Beispiele jetzt erschlagen können. Deswegen dachte ich mir, nach den vielen theoretischen Abschnitten legen wir jetzt mal so eine kleine praktische, ja, praktisch, naja, aber einen etwas anschaulicheren Abschnitt ein. So, und als erstes will ich mal ein paar Altlasten aufarbeiten. Und zwar, die Beispiele, die habt ihr schon gesehen, das war Beispiel 235. Und ich habe jetzt mal nämlich zwei Räume aus diesem Beispiel wieder rausgepackt. Das war also die Konstruktion, wo ich das Quadrat genommen habe und damit hier verschiedene Räume gebaut habe, indem ich die Kanten identifiziert habe. So, und die beiden, ja, wo nichts verdreht wird, ja, das ganz grob zu sagen, das eine war jetzt mal die Möglichkeit, das war der Raum M1, hieß ja, ich habe die Notation des alten Beispiels wieder genommen. Also wir bilden den Quotienten vom Quadrat 0,1 Quadrat nach der Relation Tilde 1 und Tilde 1 ist gerade so gewählt, dass es jetzt, wenn ich hier so nochmal aufmale, das Quadrat, dass es hier die vertikalen Seiten, die ich hier weiß eingezeichnet habe, dass die identifiziert werden. Und der Raum, der dabei rauskommt, sieht dann so aus. Ne? Ich hoffe, man kann es jetzt erkennen mit der Farbe auf dem Video. Das ist quasi ein so ein Streifen, ne? Also so ein geschlossener Streifen. So, da hatte ich in Beispiel 235 behauptet, aber noch nicht bewiesen, dass das homöomorph ist, dieses M1 zu S1 Kreuz dem Intervall. Also die S1 kann man hier sehen, das Intervall ist dann die vertikale Komponente und das ein Homöomorphismus ist, hatte ich behauptet und für den Beweis auf später verwiesen. Dieses später ist also nun erreicht. Das zweite Beispiel war der Torus, den kriegen wir, wenn wir einmal die Identifikation da machen, aber dann genauso die beiden horizontalen Seiten, die hier pink eingezeichnet sind, dass wir die miteinander identifizieren. Und das Bild sah dann so aus, da hatte ich auch diese Animation dazu eingespielt, die auf dieses kleine YouTube-Video von Professor von Bodmer. Wir sehen also hier quasi, es gibt einen Punkt, in dem die ganzen Ecken landen und wir haben einen horizontalen Kreis, das ist also den wir kriegen, wenn wir die beiden identifizieren und dann patschen wir es am Ende zusammen und das ist eben hier die beiden Kreise, die zusammengeklebt werden. So, und da hatte ich behauptet, dieser Raum ist homomorph zu S1 Kreuz S1, ne, und die beiden S1en habe ich hier auch eingezeichnet im Prinzip, also das längliche, eigentlich brauche ich einen so einen horizontalen Kreiskoordinate und eine, ja, vertikale in gewissem Sinne Kreiskoordinate und ja, das kriegt man wirklich einen Homöomorphismus. Auch das hatte ich behauptet und noch nicht bewiesen und das wollen wir jetzt tun. Na, dann geht es gleich mit anderen Beispielen weiter, aber damit fangen wir jetzt erstmal an. Und zwar geht das jetzt erstaunlich simpel. Erstmal noch ein kleiner Hinweis, ich werde jetzt die S1 immer betrachten, einfach nur um ein bisschen Notation zu sparen. S1 nehme ich jetzt als Einheitskreis in den komplexen Zahlen. Dann kann ich nämlich die komplexen Koordinatenschreibweise nehmen, also e hoch i mal t und muss jetzt nicht immer nachher mit Cosinus und Sinus rummachen, also mit Polarkoordinaten. Das heißt, also das ist einfach nur die Menge aller z aus c mit z-Betrag gleich 1, ne? Was ich genauso gut im R2 betrachten könnte, aber nicht, dass ihr euch wundert, also das ist nur um Notation zu sparen. Okay, also zu den Beweisen. Wir fangen an mit Teil A. So, und da nehmen wir mal die Identifikation, beziehungsweise wir nehmen, also wir haben erstmal eine Quotientenraumprojektion, die haben wir immer, ne, also vom 0,1 Quadrat auf diesen Quotienten. Was, die Idee ist jetzt im Grunde genommen, dass wir eine Identifizierung bauen wollen von dem Quadrat auf diesen zweiten Raum und dann zeigen wollen, dass er dieselben Punkte identifiziert wie, ja, wie eben diese Quotientenprojektion. Da hat wieder den Eindeutigkeitssatz aus dem Abschnitt über Quotientenräume, dass dann eben die beiden Räume homöomorph sind. Also wenn ich zwei Identifizierungen habe, die dieselben Punkte miteinander identifizieren, dann ja, kriege ich einen Homöomorphismus. Das haben wir gezeigt. So, und zwar, ich kann jetzt nämlich die Abbildung f soll sie heißen von 0,1 Quadrat nach S1 Kreuz 0,1, also in den Raum, die ich haben will. Ja, im Prinzip ist ja die Idee eigentlich ziemlich klar. Ich muss einfach nur das eine Intervall, also die horizontale Komponente auf so einen Kreis aufwickeln. So, und das kann ich ganz einfach hinschreiben, und zwar sei jetzt hier f von s, t, sei jetzt einfach die entsprechende Kreiskoordinate e hoch i mal 2pi s, t. Ne? Das macht genau das, und das gibt uns den Homöomorphismus. Und ja, da können wir jetzt sehen, 0,1 zum Quadrat ist kompakt, ne? Das ist abgeschlossen und beschränkt, und nach Heine-Borel, das wir im letzten Abschnitt gesehen haben, ist es kompakt. So, und dann wissen wir, das hier ist ein Hausdorffraum, denn das ist ja eine Teilmenge von einem, ja, wir können das jetzt von R3 betrachten oder so, aber eine Teilmenge vom euklidischen Raum.
Ja, und das ist also metrisierbar oder beziehungsweise metrischer, ja, das ist ein metrisierbarer Raum und damit Hausdorff. Ne, das heißt S1 Kreuz 01 ist Hausdorff-Raum. So, und dass die Abbildung stetig ist, ist klar. Und außerdem ist klar, dass die surjektiv ist. Ne? Ich habe jetzt gerade das Intervall von 0 bis 1. Das heißt, ich laufe hier mit den, ja, mein Exponent hier läuft zwischen 0 und 2 Pi. Also kriege ich einmal den kompletten Kreis. Ne? Die zweite Komponente bleibt einfach so erhalten. Das heißt, das Ding ist auch surjektiv. So, und das reicht schon. Damit wissen wir jetzt schon. Und zwar ist das, nochmal das genaue Resultat zu zitieren, Korollar 4.18c. So, also die Aussage, dass es dann Identifizierung ist, das heißt, ja, F ist Identifizierung. So, und da sagt uns jetzt eben das Korollar, das war 2.33, das war das Korollar darüber, dass wir jede Identifizierung als einen Quotienten darstellen können. Das sagt uns jetzt im Prinzip aus, ja, dass S1 Kreuz 01 homöomorph ist zu dem Quadrat modulo der Äquivalenzrelation, die wir von F kriegen. Ne? Also wobei x, nur zur Erinnerung, x tilde f y, also die beiden sind äquivalent in dieser Relation, genau dann, wenn f von x gleich f von y. So, das heißt, wir müssen jetzt nur noch gucken, wann ist f von x gleich f von y. So, und das ist auch ziemlich simpel, denn wir sehen halt, das wickelt auf den ganzen Kreis ab. Das Einzige, wo sie, ja, wo es halt nicht mehr injektiv, also wo sich Punkte treffen, ist beim Ende des Intervalls, also bei s gleich 0 und s gleich 2 Pi. Ja, nee, s gleich 0 und s gleich 1, dann habe ich einmal 0, einmal 2 Pi hier in dem Exponenten, also i mal der Zahl, aber ich weiß nur, da auf den beiden Enden, da trifft sich was. Das heißt, ja, es ist leicht zu sehen, dass ja, f von st gleich f von s't' genau dann, wenn die auf den Enden übereinstimmen. Und wenn sie auf den Enden übereinstimmen, heißt es ja quasi, beziehungsweise, dass sie auf den Enden dann landen. Das heißt, t muss einfach nur derselbe Wert sein. Und das s kann einmal 0 und einmal, 2, einmal 1 sein. Und das ist ja genau das, was die Relation hier macht. Ne? Die identifiziert die ganzen t's, also dasselbe t ist hier in beiden Komponenten. Und einmal ist es hier 0, einmal hier 1. Das wird identifiziert, das heißt, diese Relation ist genau dann erfüllt, wenn x bezüglich der Relation tilde 1, Entschuldigung, nicht x, st bezüglich der Relation tilde 1 mit s'd' identifiziert wird. So, und das heißt nichts anderes als s1 Kreuz 01 ist homöomorph zu 01 Quadrat modulo tilde 1 und ja, das ist nach Definition M1 und das wollten wir zeigen. War nicht fertig, Teil B kommt noch. Ne? Also so kann man es hier ganz einfach zusammenbasteln. So, und wenn man das jetzt sieht, ist Teil B auch nicht mehr schwer. Dann sieht die Abbildung fast genauso aus und zwar jetzt nehmen wir eine Abbildung G. Also ja, das brauche ich jetzt glaube ich nicht mehr auszuschreiben. Völlig analog. Nur, dass wir jetzt als Identifikation, als Identifizierung nehmen, G von 01 Quadrat nach S1 Kreuz S1 und jetzt wickeln wir quasi beide Intervalle auf. Das heißt, wir nehmen f von st ist gleich e hoch i mal 2 pi s und e hoch i mal 2 pi t. Na, und dann sehen wir genauso, Dann sehen wir eben genauso, wir kriegen die Identifikation, wenn halt eben da die Endpunkte auf den Intervallen übereinstimmen, also wenn quasi einmal ja, s oder t. Also je nachdem, welche wir betrachten. Also das eine muss quasi identisch sein und das andere muss einmal 0, einmal 1 sein. Ne? Bloß jetzt, jetzt kann das in beiden Richtungen passieren und das macht ja genau diese Relation tilde 3. Ne? Das ist also die, ja, das hier kommt quasi neu dazu und das gibt uns die Identifikation bei dem anderen Intervall, das wir da zusammenkleben und damit haben wir das. Ne? Also das, da dieselben Schritte laufen dann genauso und damit haben wir dann gezeigt, dass das auch eine Identifizierung ist. So, also eigentlich ganz simpel, wenn man erstmal die theoretischen Techniken dazu hat, sonst ja, explizit zu zeigen, dass was eine Identifizierung ist, kann sonst sehr kompliziert werden, aber hier ist es so gesehen wegen dieser kompakten und Hausdorff-Eigenschaften kein Problem. So, das ist eine schöne Sache.
Bevor es weitergeht, eine kleine theoretische Vorbereitung noch. Und zwar ist das ein Lemma, was ich gleich unterwegs mal brauchen werde. Lemma 432. Eigentlich nur eine kleine technische Überlegung. Ich habe drei topologische Räume x, y, z. So, und ich habe zwei Abbildungen. Einmal von x nach y, die heiße f. Und dann habe ich g von y nach z. Und die beiden seien stetig. So, und dann gilt, wenn G verknüpft F eine Identifizierung ist, also die Komposition, dann folgt, dass auch G eine Identifizierung ist. Also G ist, ja, bisschen Verben können ja auch nicht schaden. Schönes kleines Hilfsverb, G ist Identifizierung. So, also Komposition ist Identifizierung, dann ist auch die hintere Abbildung quasi Identifizierung. So, und das ist einfach nur eine kleine blöde Rechnung, nicht besonders schwierig. So, wir nehmen U-Teilmenge Z, ne, und wir müssen also zeigen, Z hat die koinduzierte Topologie. Das heißt, wenn ich jetzt ich weiß erstmal, eine Menge soll in Z offen sein, genau dann, wenn die Urbild offen ist. So, G ist stetig, das heißt, ich weiß, wenn U offen ist, ist das Urbild offen. Ich muss jetzt nur noch andersrum gehen. Und zwar habe ich jetzt also U-Teilmenge Z, so dass das Urbild offen ist. So, und jetzt muss ich eben zeigen, dass dann U selbst schon eine offene Menge ist. Ne? Dann habe ich die koinduzierte Topologie. Das ist aber nicht schwer, denn ich habe G hoch minus 1 ist offen in Y. So, und da F stetig ist, folgt damit F hoch minus 1 von G hoch minus 1 von U ist offen in X. So, das kann ich aber schreiben als das Inverse von G verknüpft F hoch minus 1 von U ist offen in X. So, und da weiß ich, dass es eine Identifizierung ist. Das heißt, da folgt dann schon, weil G Kringel F Identifizierung ist, U ist offen in Z. Und das reicht schon. Das wollten wir zeigen. Das heißt, damit folgt schon, G ist Identifizierung. So, ja. Fertig. So, und das werden wir jetzt gleich anwenden. Und zwar, ich schreibe schon mal kurz die Behauptung hier hin, danach muss ich sowieso noch wischen, aber nur damit ihr wisst, was jetzt kommt, weil ich gleich mal an der Zeichnung weitermachen werde. Und zwar noch eine Sache, die ich behauptet hatte. Wir hatten ja zusammen Quotientenräume betrachtet, die durch Kollabieren eines Unterraums entstehen. Und da hatte ich eine Sache behauptet, die ich auch noch nicht bewiesen habe, nämlich für jedes n aus n gilt, wenn ich die abgeschlossene N-Kugel nehme oder N-Scheibe oder wie auch immer und ich kollabiere den Rand. Ich kollabiere Sn minus 1, dann ist das Resultat homöomorph zur N-Sphäre. So, ne? Das ist eine Sache, das ist, wenn man sich es mal grafisch aufmalt, für N gleich 2 ist das sehr einleuchtend, wie ich gleich noch zeigen werde. Aber ja, das rechnen wir gleich nach und dazu wische ich mal kurz. So, ich habe doch mal was vorbereitet. Das ist nämlich so ein Beweis, der sofort einleuchtet, wenn man die Bilder dazu sieht. Man muss nur die Details dazu nochmal hinschreiben und natürlich alles nachrechnen. So, wir wollen also zeigen, die Sphäre ist äquivalent, homöomorph zum Quotienten von der N-Kugel mit dem Quotienten nach dem Rand. Und das kann man sich jetzt überlegen. Und zwar, die Idee ist folgendes. Wir nehmen einen dritten Raum. Wir nehmen Sn minus 1 Kreuz minus 1, 1, also ein Zylinder. Ne? Das ist quasi, also das wäre jetzt der Fall n gleich 2, den ich hier gemalt habe. Ne? Also hier wäre S1 Kreuz minus 1, 1. So, und die Idee ist jetzt, wir wollen von diesem großen Raum aus in beide Räume abbilden. Und zwar wollen wir Identifizierungen in beide Räume finden. Wenn wir dann zeigen können, dass diese beiden Identifizierungen dieselben Punkte identifizieren, dann sind wir fertig. Weil dann wissen wir wieder dieser Eindeutigkeitssatz, dann müssen diese beiden, Zielräume mit den koinduzierten Topologien müssen homöomorph sein. So, und der erste Teil ist recht einfach. Ich habe jetzt mal hier diesen Zylinder gemalt, also dieser obere Kreis hier, den habe ich pink gemalt, der untere ist blau und hier sind so ein paar Höhenlinien, die ich eben weiß eingezeichnet habe. So, die Idee, wie ich jetzt von hier zur N-Sphäre komme, ist ziemlich simpel. Ich nehme nämlich jetzt einfach den Zylinder und will quasi den kompletten oberen Ring hier auf einen Punkt abbilden, hier auf den Nordpol.
ne, den ich hier pink eingezeichnet habe, dann will ich halt den unteren Ring genauso komplett auf den Südpol abbilden. Und die anderen Kreise will ich dann genauso dazwischen gestaffelt haben. Ne? Die muss ich bloß dementsprechend von der Größe her anpassen. Die müssen vielleicht kleiner werden oder größer werden. Aber so kriege ich es halt hin, dass quasi die Höhe erhalten bleibt. Und ich will einfach nur die Kreise jeweils auf die entsprechende Höhe hier in diese N-Sphäre reinschieben. So, das ist eine relativ simple Abbildung. Und die kann man nämlich stumpf hinschreiben, wenn ich mir überlege, ich muss halt nur, je nachdem in welcher Höhe ich bin, muss ich ja den Radius des Kreises irgendwie skalieren. Und das kriege ich folgendermaßen hin. Ich nehme einfach die Abbildung, also f geht von diesem sn-1 kreuz minus 1,1 nach sn, also in beliebigen Dimensionen, aber behaltet das Bild im Hinterkopf. Das heißt, wenn ich x1 bis xn nehme, meine Koordinaten, x1 bis xn nehme in s hoch n-1 und ich nehme eine t-Koordinate dazu, dann soll das Resultat die folgenden Koordinaten haben. Und zwar nehme ich einfach, ja, die Wurzel aus 1 minus t Quadrat ist mein Skalierungsfaktor hier. Also das ist 1/2 mal x1. Und das mache ich jetzt in jeder Komponente dieser sn-1 Koordinate. Also das bis zu den xn und dann am Ende die Höhe bleibt eben erhalten. Und da sehe ich eben, wenn t1 oder minus 1 wird, wird dieser Faktor überall 0, dann bleibt da quasi wirklich nur ein fester Punkt und das sorgt dafür, dass eben die beiden Kreise dementsprechend auf Nordpol bzw. Südpol abgebildet werden. So, das ist erstmal eine relativ simple Abbildung. Und was man hier jetzt nachrechnen kann, also ich werde jetzt die rechnerischen Details hier weglassen. So, erstmal sehen wir, sn-1 kreuz minus 1 1 ist kompakt nach Heine-Borel, ne, das ist wieder abgeschlossen und beschränkt. So, und Sn ist Hausdorff, weil metrisierbar. So, und wenn ich jetzt f anschaue, dann ist f offensichtlich stetig. So, und dass es surjektiv ist, muss man sich im Grunde genommen einfach nochmal scharf hingucken. Na, wir sehen eben im Prinzip, dass die Kreise so, ja, dementsprechend einfach nur verkleinert werden. Das ist sehr leicht nachzurechnen. Das heißt, da haben wir auch wieder dieselbe Situation wie vorhin. Das heißt, wir haben jetzt alles, was wir für dieses Korollar brauchen. Das ist also Korollar 418c. Das heißt, f ist Identifizierung. So, jetzt müssen wir eine zweite Identifizierung finden. Und zwar müssen wir jetzt vom diesen Zylinder nach dn modulo sn-1. Und da mache ich einen Zwischenschritt. Und zwar gehe ich erstmal in dn rein und will da eine Identifizierung finden. Und wenn ich dann nämlich da die Projektion auf den Quotientenraum hinterher schalte, dann ist eine Sache, das habe ich jetzt nie nachgerechnet, ist aber sehr leicht zu sehen, dass eine Verknüpfung von Identifizierung wieder Identifizierung ist. Dann habe ich also mir was gebaut. Das heißt, die Idee ist jetzt, ich will das erstmal hier rein abbilden in die dn. Und das kann man sich ziemlich leicht vorstellen. Und zwar, also hier wäre es in dem Fall, die n wäre gleich 2, das heißt, es ist einfach nur eine Kreisscheibe. Und ich will jetzt erstmal so abbilden, dass mein oberer Deckel hier, also dieser obere Kreis, dass das der Außenrand wird. So. Und dass der komplette untere Bereich auf den Ursprung abgebildet wird. So, und da könnt ihr euch denken, was mit den Kreisen dazwischen passieren soll. Das werde ich so gesehen einfach linear skalieren. Das werden dann einfach konzentrische Kreise. Ja, das ist jetzt nicht wirklich konzentrisch, aber hier geht es ja nur ums Prinzip. Na, also das ist die Idee dabei. So, und ja, wenn ihr jetzt noch nicht seht, was es mit der Sphäre zu tun hat, wenn ich das Ganze jetzt mal, ich stelle mir jetzt mal vor, ich schaue hier von oben rein. Wenn ich jetzt mal die Kamera runternehme und das Ding etwas auswölbe, ist das dasselbe wie... jetzt kriege ich hier gerade eine Kameraprobleme, weil ich die hintere Tafel genommen habe. Das war jetzt nicht so klug. Okay, ich gehe auf die Knie für euch. Das ist dasselbe, wie wenn ich das Ganze jetzt einfach nur mal ein bisschen eine Dimension mehr reinbringe, wie eine so eine gewölbte Kreisscheibe. Und die sieht dann nämlich so aus. Ich habe hier oben so einen, meinen Rand. Hier habe ich eine Auswölbung. So, und der Ursprung ist jetzt hier genau der Südpol, wenn ich es mal wegen richtig zurechtbiege. Und meine konzentrischen Kreise sind mit ausgewölbt. Das sind dann wieder hier diese Höhenlinien. So, so meinetwegen. So, und jetzt seht ihr hoffentlich, was passiert. Wenn ich jetzt nämlich den, die sn-1, das wäre also in diesem Fall die s1, das heißt dieser obere, die obere Kreislinie, wenn ich die jetzt eben kollabiere, heißt das ja quasi genau, die werden zu einem Punkt zusammengepackt. Und dann bin ich wieder bei dem Bild. Dann komme ich wieder bei der Sphäre an. So, das heißt also,
das hier wäre jetzt so gesehen die Variante, ich identifiziere beides hier oben, also beide Ränder fest zusammen. Und hier ist es so, ich mache es in zwei Schritten. Erst ziehe ich das untere einmal zusammen und jetzt ziehe ich dann das obere zusammen. Ne? Und da ist halt die Idee, das gibt mir dann meine Identifizierung. Also genau, also von hier kann ich dann jetzt mit der Projektion weiter nach dn modulo sn minus 1. So, das ist jetzt die Grundidee, das müssen wir nur noch, oh, ich stehe schon wieder nicht im Bild. Das ist die Grundidee, jetzt stehe ich vor meiner Zeichnung, das ist auch nicht so gut. Jetzt. Das ist also die Grundidee und diese, das müssen wir jetzt nur noch formalisieren. Also f haben wir, diese Abbildung g können wir jetzt auch hinschreiben, das ist nicht schwer und damit arbeiten wir dann weiter. So, und zwar g ist, das Mikrofon, Entschuldigung. Das G geht jetzt also von diesem Zylinder Sn minus 1 Kreuz minus 1 1 nach Dn. So, und das ist quasi eine lineare Skalierung und da kann ich mir überlegen, dass das wie folgt aussieht. G von x, t. Also x sei jetzt einfach nur mein Punkt hier als x geschrieben. Der wird abgebildet auf t plus 1 halbe mal x. Na, wenn t gleich minus 1 ist, dann steht hier einfach 0. Das heißt, da haben wir wirklich, dass dieser untere blaue Kreis auf den Ursprung geschickt wird. Wenn t gleich 1 ist, steht hier 2 halbe, also 1. Das heißt, der geht quasi auf sich selbst, wenn man so will. Und ja, alles andere ist dann eben dazwischen so skaliert. Irgendwie klingt es gerade anders. Ich hoffe, der Klang, falls ihr was im Klang sein sollte, Entschuldigung, das Mikrofon ist hier von anderen Benutzern etwas umgestellt worden. Ich hoffe mal, dass es trotzdem, dass der Ton okay ist. Falls nicht, tut es mir leid. So, also das ist jetzt die Grundidee, das ist jetzt diese Abbildung G, die das Ganze macht. Ne? Und da kann man jetzt überlegen, da können wir jetzt natürlich diese Quotientenprojektion dahinter packen. Ne? Also der Quotient da rein. Und das kann man sich jetzt wie folgt überlegen. Beziehungsweise ja, man kann es direkt, also es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, das zu zeigen. Wir machen es mal so. Erstmal sehen wir, also f von x, t gleich f von x Strich t Strich, diese Identifikation findet statt. Genau dann, wenn, entweder wenn die Punkte gleich sind, xt gleich x't'. So, oder beide Punkte liegen im oberen Kreis oder beide Punkte liegen im unteren Kreis. Das heißt, t muss gleich t' sein und das liegt entweder in minus 1 oder 1. Ne? Also es muss eins dieser beiden Werte annehmen. Dann kriegen wir die Identifikation hin. So, andersrum, g von xt ist g von x't'. So, da können wir eben gerade wegen dieser schönen linearen Skalierung sehen, das ist nur dann der Fall, wenn entweder, ja, entweder die Punkte sind gleich oder t gleich t' gleich minus 1. Das heißt also, damit kriegen wir, wenn zwei Punkte unter g identifiziert werden, ich schreibe es jetzt mal hier mit ein bisschen Klammern aufpassen, wenn zwei Punkte unter g identifiziert werden, dann werden sie auch unter f identifiziert. F von xt gleich f von x't'. So, das heißt aber, das hatten wir gesehen in der Situation, das ist, ich kann das Diagramm nochmal dazu malen, wenn wir nämlich sn minus 1 Kreuz minus 1, 1, so, einmal gehen wir mit f nach sn und einmal gehen wir mit g nach dn. So, und das hier identifiziert mehr als das. Und dann hatten wir eben gesehen, das war ein Satz, den wir hatten, dann kriege ich hier eine stetige Abbildung und die nenne ich h. Ne, das heißt, das war, Korrelar war es, nicht Satz. Korrelar, jetzt kann ich meine eigene Handschrift nicht lesen, das ist 229 oder 39, ich hoffe 39. Ja, okay. Es gibt eine stetige Abbildung von dn nach sn stetig. Mit h verknüpft g gleich f. So, ne, das wäre jetzt also die Abbildung, die jetzt in dem Bild von diesem Bild hier in die Sphäre geht und das Ganze zusammenpatscht. Und jetzt müssen wir eben zeigen, dass das eine Identifizierung ist und dass die dasselbe identifiziert wie diese Projektion hier. Dann haben wir es. Und das ist nicht so schwer zu sehen. Entschuldigt den Schnitt, ich habe gerade Quatsch erzählt, das musste ich gerade schneiden. Also ich habe hier eine stetige Abbildung, die mir so induziert wird und der Clou ist jetzt, was ich zeigen muss. Also es ist jetzt eine Abbildung, die von meiner Scheibe hier hinten hier rein abbildet. Was ich jetzt eben zeigen muss, ich habe ja so gesehen die Quotientenraumprojektion, die brauche ich aber explizit an dieser Stelle, muss ich sie gar nicht benutzen. Was ich nämlich jetzt kriege, ist, dass ich zeigen will, dieses H hier ist eine Identifizierung.
Wenn ich das weiß, dann weiß ich quasi, mein Sn ist homöomorph zum Quotienten von der Relation, die von H erzeugt wird. Und da muss ich jetzt einfach nur noch zeigen, diese Relation, die von H erzeugt wird, ist dasselbe wie diesen Unterraum zu kollabieren. Also das muss ich dann noch überprüfen. Und dann habe ich quasi, muss ich diese Projektion gar nicht explizit benutzen, das hatte ich vorhin, glaube ich, mal fälschlicherweise gesagt, muss ich hier gar nicht. Auf jeden Fall, das kann ich, glaube ich, machen. Also H muss eine Identifizierung sein und ich muss gucken, was H jetzt genau identifiziert. So, dazu entferne ich jetzt mal kurz das Bild, damit ich noch eine Tafel habe. So, und zwar erstmal, ich hatte vorhin, ich hatte nachgerechnet hier, F ist eine Identifizierung. So, und das heißt, F ist die Verknüpfung von G und H, dann, dafür hatte ich gerade das Lemma eben gemacht, nämlich das Lemma liefert mir jetzt direkt, dass H eine Identifizierung ist. Ne, das ist also nach dem Lemma in 432, H ist Identifizierung. So, damit weiß ich also jetzt, das wäre jetzt Korollar 233, dass dann Sn homöomorph ist zu Dn modulo der Tilde H. So, und da muss ich jetzt noch nachrechnen, das überspringe ich jetzt mal, rechne dann nach. Und das muss ich jetzt im Prinzip, indem ich gucke, was F identifiziert, rechne dann nach, dass H von X genau gleich H von X' ist. Genau dann, wenn entweder ja, X gleich X' oder X, X' sind beide im Rand, also in Sn minus 1. Ne? Und das folgt eben daraus, dass F die zusammenklatscht. Deswegen muss H das dann eben auch tun, weil H eben so über F definiert ist. Ne? Das kann man nur noch kurz nachrechnen, das spare ich mir jetzt mal den Schritt. So, und damit haben wir es, denn damit folgt S hoch n ist homöomorph zu dieser Relation und das heißt ja genau, das ist ja gerade die Relation, die diesen Kollaps eines Unterraums definiert. Also kriegen wir genau so einen Homöomorphismus. Das wollten wir haben. Also haben wir diese Behauptung endlich gezeigt. So, das war das Beispiel. Ich werde jetzt schon mal mittendrin wischen, damit ich gleich für das andere Beispiel schön viel Platz habe. Na, wir machen jetzt nochmal weiter und schauen uns Möbiusbänder genauer an und schauen mal, was wir da so machen können. Bis gleich. Im nächsten Beispiel habe ich drei Quotientenräume angeschrieben. Und zwar sind es drei zweidimensionale Quotientenräume so gesehen. Also es ist relativ harmlos dimensionsmäßig, aber wir gehen mal in Ruhe durch. Also wir schauen uns erstmal an, wir nehmen das Quadrat minus 1, 1 und bilden den Quotienten Tilde 1, wobei wir jeweils 1t mit minus 1 minus t identifizieren. So, wenn wir uns das mal anschauen, dann ist das hier wirklich so ein Quadrat und wir nehmen jetzt quasi diesen hier violette Punkt hier auf der Seite, würde jetzt auf dem identifiziert mit der Minuskoordinate, das heißt mit dem, der gegenüber liegt. Genauso der mit dem und so weiter und der mit dem und ne, ihr wisst, worauf es hinausläuft. Und wenn ihr euch das anschaut, dann seht ihr, das hatten wir schon mal, das ist im Prinzip einfach nur das Möbiusband. Ne? Das ist einfach nur das Möbiusband mit anderen Intervallen hier auf dem Quadrat definiert. Das heißt, das zeige ich jetzt nicht nochmal extra, das ist wirklich homöomorph zu dem Möbiusband, wie es vorher da stand. Also das ist einfach nur eine andere Beschreibungsmöglichkeit des Möbiusbandes. So, jetzt haben wir zwei andere Quotientenräume. Das erste ist ein Zylinder, S1 Kreuz minus 1, 1. Und da nehmen wir immer, ZT wird mit minus Z minus T identifiziert. Das heißt, ist ein bisschen schwer zu zeichnen, wenn ich jetzt also hier diesen Zylinder habe und ich habe hier einen Punkt auf dem Zylinder, dann ist der, mit dem identifiziert wird, auf der anderen Seite, quasi, also das kann ich jetzt natürlich nicht schlecht malen, also quasi genau gegenüberliegend und mit der anderen T-Koordinate. Das heißt, der würde hier unten auf der Rückseite irgendwo liegen, dieser Punkt hier. Die beiden würden identifiziert werden. Na, und das halt für jeden Punkt hier. So, und als dritten Raum nehme ich einen etwas kleineren Zylinder, S1 Kreuz 01. Und da identifiziere ich jetzt nur auf dem einen Rand was. Und zwar sage ich einfach nur auf dem unteren Bereich, also für die, wenn die zweite Komponente 0 ist, dann will ich einfach Z und Minus Z identifizieren. Das heißt, einfach nur hier werden gegenüberliegende Punkte auf diesem Randkreis miteinander verklebt. So, das sind erstmal drei Quotientenräume, die nicht unbedingt ähnlich aussehen. Aber was ich jetzt zeigen will, diese drei Räume sind alle drei homöomorph. Ja, das heißt, wir haben also jetzt drei verschiedene Varianten, wie wir das Möbiusband beschreiben können. So, und das geht wieder mit ähnlichen Argumentationen, wie wir es vorhin gemacht haben. Wir gehen mal langsam durch. Erstmal zur Notation sei P
P2 die kanonische Projektion von M2. Das heißt, das wäre jetzt von S1 Kreuz minus 1, 1 nach M2 die kanonische Projektion. Ja, also die Quotientenraumprojektion, nichts Besonderes. So, jetzt gucke ich mir folgende Abbildung an. Das heißt, ich muss irgendwie von diesem Raum nach da kommen. Das ist mein erstes Ziel. Das nehme ich erstmal jetzt den großen Raum, dessen Quotienten ich hier bilde. Das heißt, ich nehme dieses Quadrat hier und werfe es auf den Zylinder. Und zwar ist die Grundidee, ich will jetzt halt dieses Quadrat hier nehmen. So, also diese Fläche hier. Und will es halt auf, so, auf einen halben Zylinder werfen. Und zwar hier bis da hinten zu der Seite. Das heißt so, dass es hier auf diese Seite des Zylinders gelegt wird. Ich hoffe, man kann es noch erkennen auf dem Video. Na, also das ist einfach nur die Idee. Denn die Grundidee ist ja im Prinzip dadurch, dass ich jeweils immer den überliegenden Punkt sowieso identifiziere, brauche ich ja eigentlich nur eine Hälfte. Na, also das ist so die Grundidee. Und dann wird halt noch was identifiziert, was gegenüberliegt. Und das sind nur die Sachen, die hier auf dem Rand liegen. Das sind die einzigen, die sich dann noch gegenüberliegen. Die werden verklebt und das sollen sie ja auch. Na, und da sehen wir dann eben, also anschaulich heißt es quasi nur, wir nehmen eine Hälfte und kriegen dann noch genau die Relationen, die übrig bleiben für diese Hälfte und kriegen den Raum, den wir vorher hatten. Okay, das also jetzt formalisieren. Dazu brauchen wir f von minus 1, 1 Quadrat in den Zylinder. So, und die soll jetzt quasi genau einfach nur das machen, was ich gerade erzählt habe, also da auf diesen halben Zylinder wickeln. Und das kriegen wir dadurch hin, indem wir sagen, f von st ist e hoch, e hoch i mal s halbe pi. Ne, da kann man sich leicht überlegen, ist das genau diesen, wenn s zwischen 1 und minus 1 gibt, gibt das genau diesen, so einen halben Streifen hier. Und die zweite Komponente bleibt gleich. So, und jetzt betrachten wir dann eben die Identifikation. Das heißt, und wir betrachten g von minus 1, 1 Quadrat nach m2. G sei jetzt einfach nur die Komposition von der Projektion mit f. Ne? Also genau mit dem, was diesen halben Zylinder ergibt. So, ja, da sehe ich, also erstmal die Räume sind kompakt und Hausdorff. Das schreibe ich jetzt nicht nochmal alles an. Hier sieht man aber, und das kann man jetzt leicht nachrechnen, G ist surjektiv und stetig. Damit folgt jetzt, und den Satz schreibe ich auch nicht mehr an, im Skript steht es ein bisschen ausführlicher, G ist eine Identifizierung. So, also folgt damit M2 ist homeomorph zu minus 1, 1 Quadrat modulo tilde G. Und das ist jetzt eben gerade die Relation, die ja, von G erzeugt wird. So, und damit rechnet man nach und das ist genau das Argument, was ich, also ich werde jetzt nicht ganz durchrechnen, das würde ich euch dann überlassen. Man rechnet wirklich nach, also es werden hier diese gegenüberliegenden Punkte identifiziert. Das Einzige, was sich noch gegenüberliegt, sind die, die auf dem Rand dieses Bildes hier liegen, auf dem Halbzylinder. Und das sind genau die, die wir von der anderen Relation auch identifizieren lassen. Das heißt, g von ja, st ist gleich g von s't, genau dann, wenn xt in der Relation tilde 1 übereinstimmt, also wenn die Identifikation statt st und s't, Entschuldigung. Na, also das ist wieder jetzt hier die Identifikation, die da stattgefunden hat. Das ist das, überlasse ich euch, das nachzurechnen. Das ist nicht besonders schwierig, aber die Zeit werde ich mir sparen. So, damit folgt dann eben schon mit dem Argument von vorhin, M1 ist homeomorph zu M2. So, und ja, wenn wir uns jetzt mal die beiden Zylinder anschauen hier für M2 und M3, dann könnt ihr euch denken, was ich jetzt machen will. Ich will nämlich jetzt einfach nur diesen Zylinder als obere Hälfte in den Zylinder reinpacken. Das ist jetzt, wie ich es proportional gezeichnet habe, passt das nicht ganz. Aber ich will das quasi jetzt Inklusion machen in den Zylinder. Denn hier weiß ich, diese Punkte, die sich gegenüberliegen, identifiziert werden. Das eine liegt quasi immer oberhalb der Null, das andere unterhalb der Null. Wenn ich jetzt nur die Punkte reinnehme, die oberhalb der Null liegen, so, dann wird da nicht viel identifiziert, dann wird nur alles identifiziert, was auf Null liegt. Das wird nämlich genau auf den gegenüberliegenden Punkt gepackt. Und das ist genau das, was die Relation tilde 3 macht. Also das ist genau auch wieder eine Möglichkeit, hier das Möbiusband zu beschreiben. Also das muss ich jetzt noch formalisieren, oder werde ich auch nur abkürzen. Also erstmal, I sei jetzt die Inklusion. Wir nehmen S1 Kreuz 0, 1 und packen das nach S1 Kreuz minus 1, 1. Na, und zur Erinnerung, dieses Symbol heißt Einbettung, also Inklusion davon. So,
Und die Identifikation, die wir dann eben machen, ist genau, also H geht jetzt von S1 Kreuz 01 nach M2. Und zwar einfach wieder nur H ist die Verknüpfung der kanonischen Projektion P2 mit dieser Inklusion. So, und dann muss man genau das nachrechnen, was ich eben gesagt habe. Also, wie oben erstmal folgt, ne, dass H ist ein surjektiv stetig, kompakt Hausdorff und so weiter, dass H Identifizierung ist. So, also ist M2 homeomorph zu S1 Kreuz 01 Modulo der von H erzeugten Relation. So, und da rechnet man dann eben wieder nach, wie ich es gerade schon gesagt habe, das ist jetzt nicht besonders schwer. Rechne nach, dass, jetzt kürze ich es ein bisschen ab, H von X gleich H von Y genau dann erfüllt ist, wenn sie unter der Relation Tilde 3 übereinstimmen. Und damit folgt, M2 ist homeomorph zu M3. Und damit haben wir es geschafft. So, wir haben also jetzt drei verschiedene Arten, das Möbiusband zu beschreiben. So, und jetzt ist die Grundidee fürs nächste Beispiel, das soll dann das letzte sein für dieses, das wird dann auch das Schwierigste, da muss man jetzt ein bisschen mehr arbeiten. Die Grundidee ist jetzt die folgende, ich kann es mal kurz anzeichnen, also das Möbiusband. So, kleiner Schritt, ich hatte gerade versucht, ein Möbiusband zu zeichnen und bin kläglich gescheitert beim ersten Anlauf. Das hier ist jetzt ein Möbiusband. So, und beim Möbiusband ist halt eine der Grundbeobachtungen, dadurch, dass ich diese komische Verdrehung mache, hat das Ding nur eine Randkurve. Wenn ich nämlich jetzt hier dem Rand mal entlang laufe, ne, das, und den hier, hier, und dann sehe ich im Prinzip, wenn ich jetzt einmal rumlaufe, dann ne, gibt das Ganze, also es ist nicht mehr, wenn ich vorher einen, wenn ich es jetzt nicht verdreht hätte vorm Verkleben, hätte ich zwei Randkurven, die also quasi beide geschlossene Kurven sind, und hier habe ich eine lange geschlossene Kurve. So, eine lange geschlossene Kurve, die ist homeomorph zu einem Kreis. So, und die Grundidee ist jetzt, ich habe also hier als Rand einfach nur einen Kreis, der seltsam verdreht ist, aber wie auch immer, es ist ein Kreis. Wenn ich jetzt eine Kreisscheibe nehme, ne, also eine D2, und will die verkleben, ich habe diese Verklebekonstruktion gehabt, die verkleben mit dem Möbiusband entlang der Randkurve. Beide haben S1 als Randkurve und ich will die beiden zusammenkleben. Was ist dann der Raum, der da rauskommt? Das werden wir im nächsten Satz beantworten. Okay, wir verwenden jetzt die Beschreibung M3 des Möbiusbandes, die wir gerade im letzten Satz gesehen haben. Ich habe es hier nochmal in einer Kurzform angeschrieben, ne? Also S1 Kreuz 01 und der Boden wird quasi identifiziert. Das hat nämlich einen großen Vorteil, die Randkurve, die ich vorhin eingemalt hatte, das ist quasi eine S1 und hier kann ich die sehen. Hier ist nämlich einfach nur die Kurve S1 Kreuz 1 in dieser Beschreibung. Das heißt, wenn ich jetzt gleich so eine Kreisscheibe ankleben will, wie ich es gerade erwähnt habe, kann ich das hier wunderbar machen, weil ich hier genau sehen kann, wo ich es ankleben muss. Und zwar will ich mir jetzt so eine Anklebeabbildung hinschreiben. Ich weiß ja, ich brauche einfach nur für diese Verklebekonstruktion, jetzt, wenn ich es an dieser Kreisscheibe, also am Rand der Kreisscheibe verkleben will, am Einheitskreis, brauche ich jetzt einfach nur eine Abbildung von dem Einheitskreis in den Raum rein, die genau das tut, also die genau mir zeigt, wo ich es hinkleben soll. Und das ist jetzt genau die Abbildung, die mir diese Randkurve liefert. Die sieht nämlich wie folgt aus. Alpha gehe von S1 nach M3. Und zwar Alpha von Z, also Z als Zahl im Einheitskreis, ich bleibe jetzt bei der komplexen Schreibweise, das sei jetzt einfach nur, das habe ich auch da schon, die kanonische Projektion von Z,1. Ja, also wir nehmen genau den Deckel dieses Zylinders und packen das da rein. So, jetzt kommt die spannende Frage. Das ist jetzt schwer zu sehen, denn wenn ich jetzt die Verklebung mache, und das heißt, ich nehme also M3, und klebe eine D2, also eine Kreisscheibe an, mittels der Verklebeabbildung Alpha. So, was kommt raus? Spannung. Das Ergebnis ist RP2. Ja, das ist jetzt wirklich schwer zu sehen, das gebe ich zu. Und das werden wir jetzt noch beweisen. Und da müssen wir noch ein bisschen für arbeiten. Und zwar ist jetzt wirklich die Grundidee, wie ich es vorhin schon mal fälschlicherweise angedeutet habe, bei dem anderen Beispiel. Ich nehme jetzt wirklich einen Raum, sodass ich beide Sachen als Identifizierung von einem anderen Raum erhalte. Dass ich das irgendwie hinbekomme. So, jetzt fragt man sich wahrscheinlich auf den ersten Blick, wie in aller Welt soll das gehen. Aber das, wir gehen mal Schritt für Schritt durch. Und zwar, na, das ist eigentlich eine schöne Sache. Wenn ich ein Möbiusband und eine Kreisscheibe zusammenklebe, kann ich das so machen, dass der RP2 rauskommt. Also homeomorph zur Menge aller Geraden im R hoch 3. Ne? Das ist irgendwie, ich finde das schön. Also, wir kommen nämlich erstmal zum RP2. Können wir den Weg nehmen über die Sphäre. Und zwar
Das habe ich in, genau, Satz 3, Aufgabe 1, das hatte ich vorhin schon mal zitiert. Ich kriege ja den RP2, indem ich die S2 nehme und auf der die antipodalen Punkte, also die gegenüberliegenden Punkte auf der Sphäre identifiziere. Das war die Aufgabe, die ich hier die zu zeigen war. Das heißt, danach haben wir also Pi von S2 nach RP2. So, und das gibt mir dann im Endeffekt, wenn ich es jetzt anders aufschreiben würde als in der Aufgabe, aber nun gut, und zwar Pi von X gleich ja, die Gerade, auf der X liegt, ist Identifizierung. Ist eine Identifizierung. So ein funktionierender deutscher Satz. Ist das eine Identifizierung? So, das heißt, wir kommen erstmal von der S2 in den RP2. Okay, und jetzt wollen wir als nächstes von der D2 in den S2 kommen, in die S2 kommen. Und zwar F von D2 nach S2. Da wollen wir jetzt einfach, wir haben ja vorhin schon mal gesehen, wir können die Disk quasi so auswölben wie so eine Halbkugel. Wir wollen jetzt einfach D2 als Nordhalbkugel in die 2-Sphäre packen. Und das ist einfach nur F von XY ist, wenn man sich das überlegt, XY und die dritte Koordinate, damit ich was in der Sphäre kriege, ist 1 minus x² minus y². Das haben hoffentlich alle schon mal gesehen. Das gibt mir gerade quasi die Nordhalbkugel. Nordhalbkugel. So, und jetzt will ich eben die Verknüpfung aus den beiden betrachten. Ne? Und zwar, also die Abbildung nenne ich dann F tilde. Das heißt, einmal diese Identifizierung oft in den RP2 und verknüpft mit F. Und das ist jetzt also eine Abbildung von D2 nach RP2. So, also jeden Punkt auf der Disk, der wird ausgewölbt und dann eben die Gerade dann durchgenommen. So, ja, diese Abbildung ist leicht zu sehen, die ist gerade wegen der Identifizierung, also ich kriege ja immer nur, also die Projektion sorgt ja dafür, dass im Prinzip jeder Punkt auf der Nordhalbkugel dasselbe Bild hat wie der gegenüberliegende Punkt der Südhalbkugel. Das heißt, eine Halbkugel reicht mir, um die ganzen Informationen zu kriegen. Und damit kriege ich, dass das hier ist surjektiv. Also immer die Gerade, die durch einen Punkt auf der Nordhalbkugel und durch den Ursprung geht. So, F tilde ist surjektiv und F tilde ist stetig, weil die Abbildungen, die hier sind, stetig sind. So, dann weiß ich, ja, D2 ist abgeschlossen und beschränkt im R2, also kompakt. Und RP2 ist Hausdorff-Raum. Und das zu zeigen, hatte ich euch als Übungsaufgabe überlassen. So, das ist Blatt 4, Aufgabe 6. Ne, das Blatt zu den Trennungseigenschaften. Blatt 4, Aufgabe 6. So, das ist, also ist das ein Hausdorff-Raum. Das heißt, wir können wieder dieses Resultat von vorhin benutzen. Das heißt, das ist, schreiben wir es nochmal an, Korollar in 4.18c. So, deswegen ist F tilde eine Identifizierung. Also ich kriege so gesehen den RP2 als Quotienten von der D2. Das ist schon mal schön. So, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir schauen uns jetzt mal folgenden Raum an. Und zwar G nimmt sich jetzt, also vielleicht vorher kurz als Anmerkung, wir haben ja diese Verklebung, die hier dran kommt. Die Verklebung ist ja definiert als ein Quotient der disjunkten Vereinigung, also der topologischen Summe, von D2 und M3. So, und M3 ist ja selbst ein Quotient von S1 kreuz 0,1. So, was wir jetzt machen wollen, ist quasi das zusammen hochzuziehen und kriegen dann nämlich, wollen Abbildungen bauen von der disjunkten Vereinigung von D2, jetzt aber nicht mit M3, sondern mit dem höheren Raum, also mit S1 kreuz 0,1. So, von diesem Raum, ne, den wollen wir benutzen und wollen den abbilden nach D2. So, jetzt muss ich gerade aufpassen mit den Formeln, dass ich nichts verbocke. Genau, und zwar sieht es folgendermaßen aus. So, bei der disjunkten Vereinigung heißt es ja, die Räume liegen so gesehen nebeneinander. Das heißt, ich muss einfach nur für die beiden jeweils getrennt angeben, wo es hingehen soll. G von x sei einfach x halbe für die D2 und für alle x aus D2. Also ich kann vielleicht nebenbei mal ein Bildchen dazu malen.
So, das heißt, was ich jetzt habe, ist quasi diese beiden Räume nebeneinander liegen. Das heißt, ich habe einmal eine Kreisscheibe, die male ich jetzt hier mal pink, damit man es gleich in der Zeichnung besser sehen kann. So, und daneben liegt ein Zylinder, S1 Kreuz 01. So, S1 Kreuz 01. So, und die Idee ist jetzt quasi, das will ich in eine D2 abbilden. Ne? Also das wird von G abgebildet in die D2 wieder. So, und das Erste, was ich mache, ist quasi, dass ich diese Kreisscheibe nehme und halbiere. Das heißt, ich schrumpfe sie einfach zusammen. Das heißt, meine Kreisscheibe wird hier irgendwie in die Mitte gepackt. Das soll jetzt die Mitte sein. So, es bleibt noch ein Kreisring. Und das ist sehr praktisch, denn ein Kreisring sieht ja im Prinzip so aus wie ein ja, flachgedrückter Zylinder. Und zwar, was ich jetzt machen will, ist, dass ich gehe von ST, oder wie habe ich die wirkliche Koordinaten genannt? Kleinen Moment. ZT, genau, ja. ZT sei 1 minus T halbe Z. Ne? Das ist wieder ein Punkt in der Kreisscheibe für alle. ZT aus S1 Kreuz 01. So, das heißt, wenn jetzt T gleich 0 ist, kriege ich einfach nur Z, ne, dann habe ich also, dann kriege ich jetzt wirklich den äußeren Randkreis hier. So, wenn T gleich 1 ist, dann kriege ich hier raus Z halbe und das ist genau dieser Kreisring hier. Ne, das heißt also, der obere Kreisring wird da innen angeklebt. Das heißt, um das mal ein bisschen anschaulich zu machen, so, machen wir die Linie noch dazu. Wenn jetzt hier vorne so ein Smiley draufgeklebt wäre, so, dann würde der jetzt quasi in dem Bild irgendwo hier im Kreisring wieder auftauchen. Das heißt, so, dass eben der Teil hier, das wäre, ja, also hier wäre S1 Kreuz 0, hier wäre S1 Kreuz 1. So, das heißt, das hier wäre die Außenseite, das heißt, der Smiley würde so rum hier wieder auftauchen. So, und so patsche ich quasi den Zylinder auf den Kreisring. So, und da sehe ich schon, dass da was verklebt wird, ne, wenn ich das so abbilde. Also, wenn ich das so nehme, so, dann kann ich wieder sehen, also jetzt richtig dasselbe Argument, das hier ist kompakt. Ich kann sehen, die disjunkte Vereinigung von endlich vielen kompakten Mengen ist wieder kompakt. Das habe ich jetzt nicht gezeigt, aber das ist eigentlich ziemlich klar, oder beziehungsweise ist es so gut wie trivial, wenn ich mir die Summentopologie anschaue. Und das hier ist ein Hausdorff-Raum, das heißt also G, kann ich erstmal sehen, ist surjektiv stetig. So, ich lasse die Details jetzt weg, ne? Dann folgt also wegen kompakt Hausdorff dasselbe Argument, also Korollar 418c folgt, nicht FG, ist Identifizierung. So, und was ich jetzt erstmal mache, ist die beiden Abbildungen, die ich eben hatte, zusammenzusetzen. So, und da folgt jetzt, das hatte ich eben mal gesagt, die Verknüpfung von Identifizierung ist Identifizierung. Habe ich streng genommen nicht gezeigt, das würde ich jetzt euch überlassen, aber das benötigt man hier an dieser Stelle. Und zwar F1, groß F1, würde jetzt von dieser disjunkten Vereinigung gehen, nach RP2. Das heißt, F1 nimmt sich zuerst G und macht diese komische Verklebung und dann gehen wir von da in den RP2, also F tilde verknüpft mit G. So, und diese Abbildung ist Identifizierung. So, das ist jetzt der erste große Schritt. Also wir haben von diesem großen Raum eine Identifizierung gefunden, da rein. So, die zweite Identifizierung ist jetzt, der ist jetzt ziemlich klar, was wir wollen. Also wir wollen jetzt in die Verklebung rein und das ist von hier relativ explizit. Nämlich, wir wollen erstmal hier auf diesem Summanden verkleben, damit wir, identifizieren, damit wir in M3 landen, also den Quotienten hier bilden und dann von der disjunkten Vereinigung noch die Verklebung draufknallen, also die Quotientenprojektion des verklebten Raumes. Und ja, dann haben wir quasi die andere Identifizierung. Ja, und das müssen wir jetzt nur noch hinschreiben. Das ist jetzt ein bisschen ist mehr Buchführung als alles andere. So, das erste wäre also von, die nenne ich jetzt H, von D2 disjunkt vereinigt mit S1 Kreuz 01 nach D2 disjunkt vereinigt mit M3. So, und das wäre jetzt einfach nur, ganz banal. H von X soll den ersten Summanden, die liegen ja nebeneinander, die beiden hier, und der erste Summand, den soll er einfach liegen lassen und den nicht weiter stören.
Ne? Also h von x gleich x für alle x aus d2. So, und da soll es eben in der zweiten Komponente die Projektion ergeben. Die habe ich vorhin p3 genannt. Das heißt, hier ist dann von x gleich p3 von x für alle x aus S1 Kreuz 0,1. So, das ist der erste Schritt. Und jetzt haben wir eben noch die Verklebung. Also erstmal, genau, das hier ist wieder, man muss mit den disjunkten Vereinigungen hier ein bisschen aufpassen, dass die topologische Summe da kein Problem macht. Aber wir sehen, es ist eigentlich sehr leicht zu sehen, dass quasi auch disjunkte Vereinigungen von Hausdorff-Räumen Hausdorff-Räumen sind. Alles kein Problem. Das heißt, ähnlich zu oben folgt, dass H Identifizierung ist. Die Details würde ich jetzt hier wieder euch überlassen. So, und das Zweite ist jetzt eben, dass wir den, die Projektion nehmen der Verklebung. So, die nenne ich jetzt mal Q. Q sei jetzt von D2, disjunkt vereinigt mit M3, nach ja, D2 verklebt via Alpha mit M3. Die kanonische Projektion. So, und die ist halt eine Identifizierung, das ist klar, nach Definition der Projektion bzw. des Quotientenraums. Dann ist eben F2, geht jetzt also von demselben Raum aus, von D2 vereinigt mit S1 Kreuz 0,1. So, und das soll jetzt aber abbilden in die Verklebung. D2 verklebt Alpha M3. So, und das ist jetzt eben die andere Verknüpfung. F2 sei also definiert als Q folgt auf H. So, das ist auch eine Identifizierung, weil es Verknüpfung von Identifizierungen ist. So, und jetzt muss man eben dann noch nachrechnen, dass diese beiden dieselben Punkte identifizieren. So, das schreibe ich vielleicht noch kurz irgendwo noch. Da will ich jetzt nicht extra verwischen. So, und da muss man jetzt wirklich mal nehmen, wie die Abbildungen definiert sind und sich nochmal hinschreiben, was man eigentlich gemacht hat. Anschaulich habe ich es jetzt erklärt, dann sollte das eigentlich auch nicht schwer sein, das nochmal hinzubekommen. Also anhand der Definitionen der Abbildungen rechne nach, ne, die sind jetzt alle explizit gegeben, man muss es wirklich nochmal ganz stumpf hinschreiben an vielen Sachen, das ist jetzt nicht besonders spannend. Das quasi gilt. F1 von x ist F1 von x', also die Punkte werden unter F1 identifiziert, genau dann, wenn sie unter F2 identifiziert werden. Also F2 von x gleich F2 von x'. So, diese Äquivalenz gilt für alle x, x' aus dem großen Raum, also aus D2 disjunkt vereinigt mit S1 Kreuz 0,1. So, das heißt, auf diese Weise findet man zwei Identifizierungen, die dieselben Räume, dieselben Punkte miteinander identifizieren. Und dafür hatten wir einen Satz. Denn damit folgt nämlich, dass die beiden Quotienten dieselben sind. Das war Satz 2.31. Daraus folgt nämlich jetzt also, dass die beiden Bildräume hier homeomorph sind. So, das F1 hatte den Bildraum RP2. Und das andere hatte gerade den Bildraum die Verklebung. Und das wollten wir zeigen. Das verklebt mit M3. So, da habe ich jetzt viele Details weggelassen, aber ich hoffe, es war jetzt schön anschaulich und geometrisch. So kann man sich noch ein paar Sachen gut vorstellen. Das heißt, so kann man allgemein mit Verklebungen hantieren, ohne jetzt viel arbeiten zu müssen. Das Schöne ist hier eben, dass man diese Identifizierungsabbildungen oder die Identifizierungseigenschaften relativ gut bekommt, ohne jetzt ja, mit so Standardargumenten kompakt, Hausdorff und so weiter, weil eben fast alle Räume, die man sich in der Praxis dann anschaut beim Verkleben, sind dann auch irgendwie kompakt oder Hausdorff oder wie auch immer. Also dass es dann oft ganz gut hinkommt. Und ja, da kann man dann eben die abstrakten Sätze über Identifizierung nutzen, wo wir jetzt theoretisch dran gearbeitet hatten mit Diagrammen und so weiter und können damit jetzt schön hier konkrete Sachen herleiten, ohne dass wir jetzt lange noch weiter rechnen müssen. Also müssen hier an keiner Stelle auch irgendwo mal explizit nachrechnen, dass irgendwas stetig ist oder so, das gibt sich dann alles aus, oder das, ja, die Identifizierungseigenschaft, das kriegen wir dann auch wieder mit den abstrakten Argumenten und so weiter. Also das ist, ja, so kriegen wir auf eine schöne Weise, dass also jetzt das Möbiusband verklebt mit einer Kreisscheibe den reell projektiven Raum, ja, also den RP2 ergibt. So, das waren jetzt erstmal ein paar Beispiele, die jetzt nicht ganz so einfach waren, also wirklich mal nicht triviale Beispiele, da ist ein bisschen was zu verdauen. Schaut euch das mal an, rechnet vielleicht die Details zwischendurch auch nochmal nach, was ich jetzt so alles weggelassen habe und ja, im nächsten Video geht es dann wieder theoretischer weiter. Ja, bis dahin.